Hallo und willkommen bei meinem Kanal Wolfgangs Welt. Im folgenden Video zeigen wir euch ein Rezept für zuckerfreie Schokobrownies, also ketogene Schokobrownies. Wenn euch das gefällt und am Ende vielleicht auch sogar schmeckt, lasst mir gerne ein Abonnement da, macht euch die Erinnerungsglocke an, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ich würde mich auch über ein Like, also den Daumen nach oben, freuen. Und wenn ihr möchtet, hinterlasst auch gerne einen Kommentar. Ich versuche das zu beantworten. Ich fange direkt mit den Zutaten an. Wir brauchen 200 Gramm gemahlene Mandeln, 80 Gramm zuckerfreie Schokolade, 4 Eier, also hier getrennt nach 4 Eiweiß und 4 Eigelb, 200 Gramm Erythrit, 150 Gramm Butter, 3 Esslöffel Backkakao, 1 Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Wie wir das gleich verrühren, zeige ich euch. Zuerst nehmen wir die Butter und die Schokolade, stellen das zusammen in die Mikrowelle und lassen das erstmal schmelzen. Danach, wie man sieht, setzt sich die Schokolade nach unten ab, verrühren wir das Ganze, bis das so eine braune schokoladige Masse ist. Im nächsten Schritt geben wir die 4 Eiweiß und das Salz in eine Schüssel und schlagen das Ganze zu Eischnee auf. Danach nehmen wir die 4 Eigelb und das Erythrit, vermischen das. Dazu geben wir die geschmolzene Schokolade mit der Butter, was wir ja vorhin schon vorbereitet haben in der Mikrowelle. Vermischen das auch wieder miteinander. Alles schön Schritt für Schritt. So sieht das dann aus. Darauf geben wir den Backkakao. Und auch das wird wieder untergerührt. Dann sieht es so aus. Dazu kommt jetzt das Mandelmehl und das Backpulver. Und wenn das verrührt ist, sieht es am Ende so aus. Dazu kommt jetzt zu guter Letzt der Eischnee, den wir wieder unterheben. Das wird jetzt gleich noch ein bisschen heller. Und bevor wir das natürlich in die Backform geben können, streichen wir die am Rand ein bisschen mit Butter an, damit das später auch da wieder rausgeht. Sonst klebt das an. Wie schon erwähnt, geben wir jetzt in die Backform diesen fertig gemischten Teig und streichen das schön glatt, bevor wir das gleich in den Ofen stellen zum Backen. Nach ca. 35 Minuten bei 155 Grad im Umluftbackofen sieht das so aus. Guten Appetit!